Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Ich glaube, dass meine Freundin Clara sauer auf mich ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie antwortet sie nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich glaube, dass meine Freundin Clara sauer auf mich ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie antwortet sie nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Vor ein paar Wochen war alles noch normal und wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Vor ein paar Wochen war alles noch normal und wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Seit ein paar Wochen ignoriert sie mich und geht mir aus dem Weg. Was soll ich denn nur machen? Seit ein paar Wochen ignoriert sie mich und geht mir aus dem Weg. Was soll ich denn nur machen? Am besten, ich frage meine beste Freundin Alexandra, was ich machen soll. Sie gibt mir immer gute Tipps. Vielleicht weiß sie ja, was mit Clara los sein könnte. Am besten, ich frage meine beste Freundin Alexandra, was ich machen soll. Sie gibt mir immer gute Tipps. Vielleicht weiß sie ja, was mit Clara los sein könnte. Hallo Alexandra, hier ist Hagen. Ich brauche mal deine Hilfe. Hast du gerade Zeit oder ist es schlecht bei dir? Hallo Alexandra, hier ist Hagen. Ich brauche mal deine Hilfe. Hast du gerade Zeit oder ist es schlecht bei dir? Hey Hagen, natürlich. Für dich habe ich immer Zeit. Was ist denn los? Du hörst dich so nervös an. Hey Hagen, natürlich. Für dich habe ich immer Zeit. Was ist denn los? Du hörst dich so nervös an. Du bist die Beste. Also, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ignoriert Clara mich seit ein paar Wochen. Hast du eine Idee, was ich machen soll? Du bist die Beste. Also, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ignoriert Clara mich seit ein paar Wochen. Hast du eine Idee, was ich machen soll? Lass mich kurz überlegen. Ist in den letzten Wochen denn irgendetwas Besonderes passiert? Habt ihr euch gestritten? Lass mich kurz überlegen. Ist in den letzten Wochen denn irgendetwas Besonderes passiert? Habt ihr euch gestritten? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns vor ein paar Wochen noch gut verstanden. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist. Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns vor ein paar Wochen noch gut verstanden. Ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist. Verstehe. Ist so etwas schon einmal vorgekommen oder ist es das erste Mal, dass sie dich ignoriert? Verstehe. Ist so etwas schon einmal vorgekommen oder ist es das erste Mal, dass sie dich ignoriert? Nein, sie hat sich noch nie so verhalten. Normalerweise ist sie sehr ehrlich zu mir. Nein, sie hat sich noch nie so verhalten. Normalerweise ist sie sehr ehrlich zu mir. Hast du schon versucht, sie anzurufen oder irgendwie anders zu erreichen? Hast du schon versucht, sie anzurufen oder irgendwie anders zu erreichen? Ja, ich habe ihr schon viele Nachrichten geschrieben und sie sogar angerufen. Sie schreibt einfach nicht zurück und geht nicht ans Telefon. Ja, ich habe ihr schon viele Nachrichten geschrieben und sie sogar angerufen. Sie schreibt einfach nicht zurück und geht nicht ans Telefon. Das ist aber eigenartig. So verhält sie sich normalerweise nicht. Du hast wirklich gar keine Ahnung, warum sie sauer auf dich sein könnte?
Das ist aber eigenartig. So verhält sie sich normalerweise nicht. Du hast wirklich gar keine Ahnung, warum sie sauer auf dich sein könnte? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, dass ich nichts falsch gemacht habe. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, dass ich nichts falsch gemacht habe. Am besten du fährst zu ihr und redest persönlich mit ihr. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Am besten du fährst zu ihr und redest persönlich mit ihr. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Du hast recht. Früher oder später muss sie ja mit mir reden und mir sagen, was los ist. Ich danke dir für die Hilfe, Alexandra. Du bist wirklich toll. Du hast recht. Früher oder später muss sie ja mit mir reden und mir sagen, was los ist. Ich danke dir für die Hilfe, Alexandra. Du bist wirklich toll. Ich bin immer für dich da, Hagen. Sag mir dann gerne, wie das Gespräch mit Clara war. Ich bin immer für dich da, Hagen. Sag mir dann gerne, wie das Gespräch mit Clara war. Das mache ich auf jeden Fall. Bis bald. Das mache ich auf jeden Fall. Bis bald. Ich werde jetzt zu Clara fahren und sie fragen, was los ist. Ich werde jetzt zu Clara fahren und sie fragen, was los ist. Ich hoffe wirklich, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe Angst davor, Clara zu verlieren. Ich liebe sie so sehr. Ich hoffe wirklich, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe Angst davor, Clara zu verlieren. Ich liebe sie so sehr. Hier ist Claras Haus. Ich werde jetzt reingehen. Hier ist Claras Haus. Ich werde jetzt reingehen. Hallo, Clara. Hallo, Clara. Hallo, Hagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich traust, hier aufzutauchen. Hallo, Hagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich traust, hier aufzutauchen. Was ist denn los? Du antwortest nicht mehr auf meine Nachrichten und ich kann dich nicht erreichen. Was ist denn los? Du antwortest nicht mehr auf meine Nachrichten und ich kann dich nicht erreichen. Was ist los, fragst du? Also wenn du das nicht weißt, dann bist du selber schuld. Was los ist, fragst du? Also wenn du das nicht weißt, dann bist du selber schuld. Ich verstehe das nicht. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich verstehe das nicht. Habe ich etwas falsch gemacht? Dass du nicht weißt, was du falsch gemacht hast, macht es nur noch schlimmer. Dass du nicht weißt, was du falsch gemacht hast, macht es nur noch schlimmer. Aber Schatz, bitte hilf mir. Ich will, dass alles wieder so wird wie früher. Aber Schatz, bitte hilf mir. Ich will, dass alles wieder so wird wie früher. Okay, ich werde es dir sagen. Ist dir nicht aufgefallen, wie oft du mir in den letzten Wochen abgesagt hast? Okay, ich werde es dir sagen. Ist dir nicht aufgefallen, wie oft du mir in den letzten Wochen abgesagt hast? Ehrlich gesagt nicht. Warum habe ich dir denn immer abgesagt? Ehrlich gesagt nicht. Warum habe ich dir denn immer abgesagt? Du hast dich lieber mit deiner besten Freundin Alexandra getroffen, anstatt mit mir. Dann soll sie halt deine Freundin sein. Du hast dich lieber mit deiner besten Freundin Alexandra getroffen, anstatt mit mir. Dann soll sie halt deine Freundin sein. Es tut mir leid, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Aber bitte ignoriere mich nicht. Das macht mich fertig. Es tut mir leid. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass wir
mehr Zeit miteinander verbringe. Aber bitte ignoriere mich nicht. Das macht mich fertig. Wenn es für uns überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft gibt, du musst dich entscheiden, entweder ich oder Alexandra. Wenn es für uns überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft gibt, du musst dich entscheiden, entweder ich oder Alexandra. Meinst du das ernst? Du kannst mich doch nicht vor diese Wahl stellen. Ihr beide seid mir unglaublich wichtig. Meinst du das ernst? Du kannst mich doch nicht vor diese Wahl stellen. Ihr beide seid mir unglaublich wichtig. Ja, ich meine das ernst. Entweder du bist mit mir zusammen oder mit Alexandra befreundet. Beides zusammen geht nicht. Das lasse ich mir nicht bieten. Ja, ich meine das ernst. Entweder du bist mit mir zusammen oder mit Alexandra befreundet. Beides zusammen geht nicht. Das lasse ich mir nicht bieten. Wenn das so ist, dann bleibe ich lieber mit Alexandra befreundet. So eine Freundin wie dich brauche ich nicht. Wenn das so ist, dann bleibe ich lieber mit Alexandra befreundet. So eine Freundin wie dich brauche ich nicht. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!